Krasse Atmosphäre heute in diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich bisher so ein bisschen eingepasst mit in diese Saison. Von daher gesehen könnte das heute für beide ein richtungsweisendes Spiel werden. Auf jeden Fall, Tom, das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue und ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt. Also das wird eine richtig packende Auseinandersetzung. Den langen Ball, den zirkelt er perfekt. Gute Abwehraktion. Das war ganz souverän gemacht. Und der Lohn dafür, den Ball zurückerobert. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. Abseits. Gute Abwehrleistung. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Ja, und so ist das, wenn man den Gegner früh angreift, dann kommt man selbst wieder schnell in Ballbesitz. Ja, Zuschauer fordern eine gelbe Karte nach diesem Zweikampf. Ich kann sie verstehen. Gut, per Kopf in die Offensive weitergeleitet. Und so kann er das Tor dann doch unterm Strich nicht in Bedrängnis bringen. Klare Entscheidung. Es muss Freistoß geben nach dieser Aktion. Oh, knappe Entscheidung. Das hätte genauso gut Elfmeter sein können. Ich habe mir nicht so einen Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen. Wenn aus dieser Gelegenheit nichts wird, dann sind sie es selber schuld. Ja, Elfmeter, sagt der Unparteiische, so weit, so gut. Aber gibt es jetzt auch noch Geld dafür? Ja, und der Schiedsrichter verhängt diese gelbe Karte völlig zurecht. Und die Spannung ist jetzt fast unerträglich. Kann er aber ganz sicher. Die Möglichkeit nutzen. Keine Karte, okay, aber Freistoß muss er natürlich geben nach dieser Grätsche. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Das hat er gut gesehen. So wollen wir das sehen. So, jetzt ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Es sieht hervorragend aus, wie die hinten drin steht. So, jetzt kommt er langsam in Position, um zu flanken. Oh, den hat er gehalten. Und wie, da war er mit den Fingerspitzen noch dran.
fällt dem Trainer. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Klasse Parade. Das müsste eine Ecke geben. Der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball und jetzt müssen sich die Verteidiger erstmal um die Angreifer kümmern. So, das ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt für einen. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Schöne Flanke. Er läuft auf das Tor zu. Das sieht eigentlich gut aus. Riesenmöglichkeit. Was für eine klasse Tat. Toll gemacht vom Keeper. Super reagiert. Aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Den Ball schlägt er jetzt aus dem Abwehrbereich heraus in die Offensive. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Gute Partie, gutes Niveau in dieser ersten Halbzeit und man kann den Sieger schwer vorhersagen. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Er hat zwar deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber, aber bis jetzt... Ja, der Eckball muss viel schärfer kommen. So ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem für den Torwart. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Und so sieht ein Pass aus. Jetzt hat er den Platz. Und dann jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen. Ja, korrekte Entscheidung. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Der Halbzeitstand hier 1:0. Angesichts der Chancenverteilung in der ersten Halbzeit geht das Ergebnis bis jetzt völlig in Ordnung. Ich bin gespannt, ob das in der zweiten Halbzeit genauso spannend weitergeht. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Gut gemacht. Und so oft wir dieses Tor sehen, es wird uns nicht langweilig. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Nach vorne geklärt. Ja, das war klasse. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal...
war die Situation geklärt. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. Und jetzt muss er schießen. Mit den Fingerspitzen geklärt, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Und den langen Ball hat er genau getimt. Das ist ja unglaublich, wie der... Ja, die Flanke war einfach nicht scharf genug gezogen. Überhaupt kein Problem. Klug gespielt. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Ja, leichtes Spiel für die Abwehr bei solchen Bällen. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Und das sieht gefährlich aus. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Wunderschönes Zuspiel. Los, schieß, Junge! Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Ja, bloß weg damit. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. So, jetzt muss der Schiedsrichter aufpassen. Gibt Freistoß nach dieser Grätsche. Das Spiel wird härter. Sehen, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Schauen wir mal, was er aus dieser Situation macht. Ja, da hat er gut mitgespielt. Der Torwart holt sich den Ball. Weg mit dem Ball. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. Und da ist er viel zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel. Schön abgeblockt den Ball. Da steht die Mauer genau richtig. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Das war schon ein klasse Zuspiel.
Und die Fans fragen sich jetzt kurz vor Spielschluss, passiert da noch was? Und jetzt muss weg mit dem Ding, weg! Also sieht das krasse Pass aus. Was für ein Tor! Und das reißt jetzt Ausgleichstreffer. Ja, das ist Weltklasse-Fußball. Was für ein Tor. Ja, sowas nennt man Joker. Kurz nach seiner Einwechslung erzielt er das Tor. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Der Schiedsrichter pfeift ab und die Mannschaften trennen sich verdientermaßen unentschieden.